Willkommen zurück zu Das Grauen aus der Tiefe 2, den unglaublichen Nachfolger von, hättest du gedacht, Das Grauen aus der Tiefe. Yay, wuppdidu, für mein Bild. Yay. Ja, wir sind dabei, einen Karren zu verfolgen, der letztendlich halt da hinten durch das Tor gegangen ist und gesagt hat, ja, leck mich doch, Leute, ich mach das Tor zu. Ja, in den Karren befindet sich eine Meerjungfrau, eine Sirene, um die es halt hier in dem Spiel geht, die wir halt retten müssen, weil halt sonst das Ende der Welt naht, mehr oder weniger. Ja, zumindest halt, ne, First World Problems, ne, bei Seeleuten und so. Ja, und was wir halt jetzt gemacht haben, beim letzten Mal, so zum Ende hin, war hier in der Zeitungsredaktion, das Licht angemacht. Ja, wir haben ein Mammut besorgt, das, über 7 Folgen lang eine Glühbirne auswechselt, so gefühlt. Gut, was können wir denn jetzt hier machen? Wir können hier zu dieser komischen Tafel hin. Und was sehen wir? Ein Foto fehlt hier. Wer kennt das nicht, ne? Gehst du in eine Zeitungsredaktion rein, siehst eine Tafel und was siehst du? Es fehlt ein Foto. Das würde dir als Nicht-Mitarbeiter natürlich sofort auffallen. Aber gut. Ist halt wie es ist, müssen wir ein Foto besorgen. Wir haben aber derzeit... Wir haben ein Foto. Boah, Rätsel gelöst. Ordne die Fotos neu an, um ein großes zu gestalten. Sieh dir als Hinweis die Hintergrundfarben an. Okay. Ja, bleibt ja wohl nichts anderes, ne? So, ich versuche das hier erstmal so ganz grob anzuordnen. Irgendwie die hier sollen auf jeden Fall irgendwo dahin. Fragt sich halt nur, wie die angeordnet werden müssen. Hier zum Beispiel muss das auf jeden Fall neben das Fass. Dann haben wir... Ja, dann muss das wahrscheinlich halt so... Ja, so ist das hier auf jeden Fall richtig. Gut, haben wir irgendwo was Ankeriges? Da. Das kann nein. Dann haben wir Zeug. Ich glaube, das hier ist hier schon richtig. Das Wasser hier könnte hier hin. Dann ist das hier schon korrekt. Dann kann das vielleicht dahin. Das vielleicht dahin. Dahin? Ja. Ha, siehst du. Und plötzlich geht ein Foto kaputt. Hier scheint wohl ein Symbol zu fehlen. Kann ich das anfackeln? Nein. Kann ich das erdolchen? Natürlich nicht. Es ist ja auch ein Dolch. Naja, was soll's. Gut, wir haben irgendwas getan. Es hat uns nichts gebracht. Bisher. Ich kann eine Matrize durch die Rollen drehen, um eine Kopie zu erhalten. Ja, mach das doch. Sieht aber nicht sehr intakt aus. Die Schnur wurde durchgeschnitten. Ich muss die Drähte isolieren, bevor ich mit dem Druck beginne. Musst du nicht unbedingt. Strom abschalten, einfach zusammenbinden, zur Seite legen, dass du da eine Kanne gewischt kriegst. Fertig. Ja, so schwer ist es nicht. Wir haben eine Puppe. Ein Spielzeugsoldat. Und das ist was? Boot, Tor. Was soll mir das nur sagen? Wir haben Kohle. Kohle, 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 Kohle. Es lässt sich drehen, scheint aber keine weitere Funktion zu haben. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal noch gesehen. Schatten über Kingsmouth. Murray setzte seine Prätorianer ein, um seine Gegner anzugreifen und die Stadt zu übernehmen. Verbreitet sich der Fischfluch als Strafe für Piraterie noch weiter? Findet es heraus in der nächsten Folge. Das war das, ne? Ja. Okay, sonst haben wir hier tatsächlich eher weniger. Aber mit der Kohle können wir jetzt vielleicht hier was befeuern. Ja, wir haben ja hier Kohle. Ach so, okay. Ja, dann machen wir doch das damit. So, Kohle drin. Ist auf jeden Fall aufgeheizt. So. Dann... müssen wir auf jeden Fall das eine noch grün kriegen. Genau, wir hatten ja hier das Boot. Wo wir das Ding aber nicht dahin kriegen, ne? Weil der Ring nicht hält. Wir haben noch keine Schrauben, glaube ich. Wir hatten auch irgendwo was, wo wir einen Schraubenschlüssel halt brauchen. Aber frag mich nicht mehr wo, frag mich nicht mehr was, frag mich nicht warum, wieso, weshalb. Und was ist eigentlich Paul? Ja, wir hatten hier unten den Affen. Hier ist nichts, ne? Treibgut oder Strandgut? Ich vergesse das immer. Vielleicht ist dieser an den Strand gespülte Müll später ja noch nützlich. Ja, da findest du bestimmt ein Wimmelbild drin.
Ich glaube, Treibgut ist es, wenn es auf dem Wasser schwimmt, und Strandgut ist es, wenn es auf dem Wasser am Strand gespült wurde. Ne? Hier fehlt ja auch ein Teil. Der Kleine war nur hungrig und verängstigt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Klar. Ist wie so ein kleines Kind. Gut. Mal zur Not können wir halt immer noch einen Hinweis benutzen und so was, ne? Aber ich meine, wir hatten irgendwo eine Stelle, wo wir halt auf jeden Fall eine Schraubenschlüssel verwenden könnten. Hier brauchen wir 500 Teile. Die wir jetzt alle nicht gebrauchen können. Oder nicht finden, besser gesagt. Okay. Ist hier oben irgendwas? Ach, guck mal. Ein Silberpapagei habe ich gefunden. Der erschien da einfach. Ah ja, einfach wild irgendwelche Dinge anklicken. Das kann ich. Das habe ich gelernt in Wimmelbildern. Einfach irgendwas anklicken. Irgendwas anklicken. Das bewegt sich immer einfach irgendwo irgendwas. Ja. Eine riesige Leuchtturm wirft einen Schatten auf die Stadt. Diabolisch. Ja, aber können wir halt hier sonst wirklich nichts tun? Ja, das war das. Halt, warte. Immer wollen wir doch hier noch machen, oder? Warte. Ah, jetzt kann ich da nicht mehr reinklicken. Achso. Oder halt nicht. Was ist das? Vom Kraken versenkte und von Bürgermeister Murray geplünderte Schiffe seit 1889. Die Alexandria und die Bittersüß. Das geht ja. Das sind nur zwei Schiffe. Das Seepferdchen. Dann Spiel, gib mir einen Hinweis. Ich soll zurück. Hinweis? Ich soll noch weiter zurück. Das ist halt das Problem, dadurch, dass ich jetzt auch noch eine Pause aufgemacht hatte. Ach doch, da oben, das habe ich nicht gesehen. Was ist das? Ein Glas? Und eine Meerjungfrau? Mit einer Goldmütze. Ah, okay. Dann weiß ich, wohin ich muss. Ich wollte kurz gucken, hier der Fisch, kann ich nicht anklicken. Da ist noch ein Oktopode. Okay. So, dann gehen wir die Statue hinunter, damit wir zu dem Vieh an der Truhe können. Dem hier. Hier, Schildeböen. Returning to piracy was not an option. However, the times had changed. People had aged, gotten used to their families and the town. A mayor called Murray emerged as a leader of the community, himself an old pirate, captain of his own ship. A symbol of pirate prosperity. He was one of the few who remembered the legends of Davy Jones, in which he saw a solution for the town's troubles. Ja, das ist letztendlich halt auch etwas, was wir gesehen haben, ne? Warte mal, wo ist denn jetzt meine Kamera? Meine Kamera hat sich abgeschaltet. Tschüss, Kamera. Ganz kurz, warte mal. Ah, da ist die Kamera wieder. Hallo, Kamera. So, hallo. Keine Ahnung, hat sich abgeschaltet. Warum auch immer. Gut. So viel dazu. Das sind aber jetzt auch alles Dinge, die wir halt letztendlich halt auch schon wussten. Ne? Und letztendlich hat mich das jetzt auch nicht vorangebracht. Der hat mir jetzt nicht irgendwas gegeben, ne? Do you have something for me? Nein. Einfach nur nein. Genau, hier fehlt ja immer noch was. Verdammt. Das hat mir ja gar nicht jetzt geholfen. Gucken wir mal. Soll ich nach oben? Und was soll ich jetzt hier? Ich
Ich verschaffe Ihnen Zeit. Brechen Sie den Fluch. Das liegt, ist hier, wo der Typ lag. Ich sehe, dass da irgendwas liegt. Es war für mich und den Zeitungsjournalisten harte Arbeit, gegen Bürgermeister Murray vorzugehen. Wir konnten sogar ein paar goldene Fischsteine in Sicherheit bringen, mit denen man den Fischfluch aufheben kann. Man muss alle finden, um die Sirene zu befreien und den Bürgermeister zu entmachten. Sie sollten sich unser Versteck ansehen. Was mich betrifft, ich kümmere mich um Murray, um unsere Fehde ein für alle Mal zu beenden. Hoffentlich bin ich stark genug, um Calliope zu retten. Calliope. Eine weitere Runde mit Murray überlebt er nicht. Dies Versteck. Sie müssen ihn unbedingt finden. Ja, okay. Und wir haben ein Rebellensymbol. Lass mich ran. Das muss dahin, wo das Foto war. In der Zeitungsredaktion. Da die ja sowieso immer so Zeug geschrieben haben, so gegen Murray. Halt, weiter. Ich dachte, da wäre irgendwas. Falsch gedenkt. So. Da. Passt. Sehr schön. Ich hab da Versteck gefunden. Auf dem Tisch steht eine Lampe. Ich sollte es anzünden. Ja, aber da ist ein Toter. Der Miranda, da kommt der Jumpscare-Soundeffekt. Da! It must be the owner. So he paid the price for uncovering the truth about the mayor. Mhm. So, da oben haben wir ein Wimmelbild. Ja, so ein bisschen. Wir brauchen das Messer, das wir eh wieder rauskriegen müssen. Zur Öffnung dieser Buchdruckpresse brauche ich einen Griff. Vielleicht den hier? Ist das ein Griff? Ne, das ist ein Hammer. Okay, beziehungsweise... Was ist das? Mit ein paar harten Schlägen kann ich die Wand zerstören. Ja gut, dafür brauchen wir einen Hammer. Da ist der... Mit einem Messer kann ich diesen Hammerteil schleifen. Ist okay. Da haben wir jetzt aber einen Griff. Mit dem Griff kann ich jetzt hier das Messer entfernen. Und dann kann ich mit dem Messer das Ding schleifen. Ja, das hätte ich mit dem Messer auch ganz bestimmt so hingekriegt. So. Und damit... Wächterschaft. Ach nee. Tok, tok. Oh, sehr stabil. Hier muss ich jetzt das anordnen, wie es halt sein soll, ja? Ja, die Frage ist halt, wie soll es denn halt jetzt gemacht werden? Ich vermute ja mal irgendwie so. So ähnlich zumindest. Keins von den Teilen passt hier, ne? Das heißt, es muss alles um eins verschieben werden. Verschoben, nicht verschieben. So. Geht doch. Easy. Gar kein Problem. Da haben wir einen Schlüssel und da haben wir einen Schriftsatz. Ja klar, warum nicht? Für... zum Schreiben und so. Da haben wir Druckerschwärze. Ui, toll. Da haben wir hier eine Kiste mit einem Zahlencode. Ich kenne den Code, ich habe 2 Euro, sind nur 999 Möglichkeiten oder so. Brauchen leeres Papier und Schrauben. Schrauben klingt gut, da ist ein leeres Papier. Und Schrauben wäre natürlich toll, wenn wir die sogar mitnehmen können. Was ist hier? Ohne Schrift ist kein... Ach so. So, dann noch ein leeres Papier. Nein? Okay. Druckerschwärze. Ja, jetzt ein Papier. Und jetzt drucken. Was ist nur der Code? Hätte man auch nicht so am Schriftsatz erkennen können. Nein. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, das würde man so erkennen auf dem Schriftsatz dann. Aber naja. Wir haben Schrauben. Mit den Schrauben können wir... theoretisch gleich zurück. Ich gucke mir hier noch ein bisschen Sachen an. Ich werde sie ohne die Aufziehschlüssel nicht einschalten. Oh, Journalist. Auf der Suche nach der Wahrheit. Getötet. Jetzt ruht er bei den Korallen. Nee. Er sitzt am Tisch. Da sind keine Korallen.
Ein Geheimgang am Fuße des Leuchtturms. Drucke die vollständige Matrize aus. Ich werde dich anleiten. Halt. Achso, da konnte ich noch weiteres machen. Das heißt, hier haben wir ein Puzzle. Einige Teile der Matrize fehlen. Ich sollte warten, bis ich sie alle gefunden habe. Nein, das geht doch so.